bezüglich. Sie haben gesagt, dass wir ein stabileres Finanzsystem erzeugen möchten. Und nun möchte ich eine Frage stellen bezüglich der Geldschöpfung. Bis heute ist es ja so, dass die privaten Geschäftsbanken im Gegensatz zur weitläufigen Annahme das Geld aus dem nichts erzeugenden Kreditform, wenn sie einen Kredit vergeben. Wäre es nicht, um ein stabileres und nachhaltiges Finanzsystem zu haben, sinnvoll, dass man eine Vollgeldreform durchführen würde und die Banken zwingen würde, das Geld tatsächlich zu besitzen, dass sie als Buchgeld dann erzeugen, anstatt dass sie es wie heute aus dem Nichts schöpfen? Ja gut, es gibt ja diese Theorie, dass man möglichst keine Geldschöpfung haben sollte, um Stabilität im System zu haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir ohne Geldschöpfung den Finanzierungsrahmen, den wir heute darstellen, überhaupt nicht in die Zukunft noch gewährleisten können. Das heißt, wenn wir uns von einem System, also jetzt ganz extrem, von einem System der Geldschöpfung oder vielleicht noch weiter, was wir heute haben, ein System der Disintermediation, in dem wir die Kapitalmärkte eine große Rolle spielen und die Banken diese Intermediationsfunktion ja nur noch begrenzt wahrnehmen, stärker in Europa als in den USA zum Beispiel. Wenn wir von diesem sehr weit entwickelten System dann zu einem System kommen, das in Europa üblich ist, verbunden mit einer gewissen Geldschöpfung, zu einem System, das die Geldschöpfung ausschließen würde, bis natürlich zu einem System des Tauschhandels, dann würden wir bezüglich Wohlstandseffekten in eine ganz schwierige Lage kommen. Also die Vorschläge, die zum Teil sogar von meinem Doktorvater kommen, ich weiß das, und ich habe auch darüber promoviert, gehen natürlich sehr weit. Ich glaube auch nicht, dass das zu einer erwünschten Stabilität, Effizienz und Prosperität, man muss natürlich alles sehen, nur Stabilität, wenn Sie zum Beispiel beim Eigenkapital sagen würden, die Banken müssen 100% Eigenkapital halten, dann hätten wir kaum mehr große Volatilitäten in den Bankbilanzen und Steuerzahler müssten nie zu Hilfe kommen. Auf der anderen Seite muss man sich immer zwei Dinge fragen, die auch übrigens in der ganzen regulatorischen Diskussion vertieft diskutiert werden müssen. Die erste Frage ist, was ist die kumulative Wirkung all dieser Maßnahmen? Das heißt, welche Wirkungen hat das auf die Verfügbarkeit und auf die Kosten von Krediten und zur Finanzierung der Wirtschaft? Und die zweite Frage, wenn man schon ökonomisch argumentiert, ist ja nicht nur die Nachfrageseite. Nachfrage können wir beliebig darstellen, es muss ja auch eine Angebotsseite. Das heißt, wer ist dann in der Lage und willens, die Angebotsseite darzustellen? Da gibt es ja eine interessante Kontroverse im regulatorischen Umfeld, in dem die Banken gezwungen werden, mehr Kapital zu halten und längere Refinanzierung, was an sich richtig ist. Die Versicherung auf der Herr Ackermann, dürfte mir bitte eine Frage stellen? Sie waren ja auch vor kurzem gerade wieder in der Schweiz, in St. Moritz am Bilderberg-Treffen. Uns würde interessieren, was da besprochen wird. Das ist ja eine Frage der Transparenz immer wieder. Die Bilderberg-Konferenz. Das ist nicht abgemacht. Bilderberg-Konferenz? Nein, das ist ein Interview. Okay, ja. Hat Sie eine Bewilligung bekommen? Also, es ist erst eine Bewilligung. Okay. Wir sind als Journalistinnen. Ja. Wir sind als Journalistinnen. Ja, aber wir haben Ihnen Instruktionen gegeben. Das kennen Sie ja, Journalistenwelt. Ja, wir sind ziemlich spontan. Ja, aber, Instruktionen? Ja, Sie haben. Sie wissen, wenn Sie Journalisten sind, dann wissen Sie, dass es gewisse Rahmenbedingungen gibt. In diesem Film spielt er eine tragende Rolle, Finanzminister Schäuble. Die Lage in Griechenland und damit auch in Europa ist ernst. Und er schreibt am Drehbuch mit. Deutsche Bankchef Ackermann. Zweistellige Renditen für seine Bank immer fest im Blick. Wenn ein Haus einmal brennt, dann lohnt es sich nicht, eine lange Debatte über die Konstruktionsfehler des Hauses zu führen, sondern man muss das Haus löschen. Gelöscht wird vorzugsweise mit Steuergeld. Und ein deutliches Signal an alle, dass eigene Verluste nicht umstandslos auf die Steuerzahler abgewälzt werden können. Aufgeschrieben haben dem Finanzminister diesen Vorschlag offensichtlich Experten der Deutschen Bank, geführt von Josef Ackermann. Unbedingt verhindern will der einen harten Schuldenschnitt, bei dem Griechenland einen Großteil seiner Schulden erlassen würde. Das wäre geschäftsschädigend.
Er will noch mehr Steuergeld und dann als Beitrag der Banken sanft umschulden. So steht es in diesem Dokument der Bank, Titel Proposal for Burden Sharing Without Haircuts. Ein Vorschlag, die Lasten zu verteilen, ohne einen harten Schuldenschnitt. Die Ähnlichkeiten zum Schäuble-Papier sind auffällig. Auch die Bank schlägt vor, 7 Jahre Laufzeitverlängerung, freiwillige Umschuldung als Beitrag der Banken. Die drei Vorschläge, wie das finanztechnisch umgesetzt werden soll, tauchen fast deckungsgleich im Regierungsdokument wieder auf. Zufall oder ein Fall von Copy and Paste? Das Finanzministerium gibt den Eingang des Dokumentes zu, bestreitet aber jede Einflussnahme der Deutschen Bank als Humbug. Es gehört selbstverständlich zur üblichen Vorgehensweise der Fachabteilungen, sich ein umfassendes Bild zur jeweiligen Diskussionslage zu verschaffen. Der Schweiz in St. Moritz am Bilderberg-Treffen. Uns würde interessieren, was da besprochen wird. Das ist ja eine Frage der Transparenz immer wieder. Die Bilderberg-Konferenz.